Hey Lieben, ich bin's wieder, eure Efi, und heute zeige ich euch, wie ihr einen Muldenkipper malen könnt. Nehmt euch ein Blatt Papier und ein paar Stifte zur Hand und schon kann es losgehen. Ich beginne mit einem dünnen schwarzen Filzstift in der unteren Hälfte des Blattes. Dort zeichne ich jetzt erstmal die zwei großen Reifen des Muldenkippers hin. Hierfür malt ihr einfach an die untere Seite zwei gleich große Kreise. Lasst euch dabei ruhig so viel Zeit, wie ihr benötigt. In das Innere davon zeichnet ihr jetzt jeweils noch einen etwas kleineren Kreis mittig hinein. Macht das bei beiden Reifen. Anschließend verbinde ich beide Reifen mittig mit einem geraden Strich miteinander, um so die untere Seite des Fahrgestells darzustellen. Ein Stück weit darunter zeichnet ihr eine weitere gerade Linie. Anschließend ergänzen wir auf der rechten Seite ungefähr auf gleicher Höhe einen leichten Bogen nach oben. Etwas weiter darunter nun einen weiteren, den wir an der äußeren Seite anschließend mit einem leichten Bogen zur oberen Seite verbinden. Schräg nach oben sollte hier eine ganz kleine Spitze entstehen. Dann geht es auf die linke Seite. Hierbei zeichne ich auf gleicher Höhe erstmal wieder einen kleinen Bogen hin. Und auch nach unten zeichne ich einen weiteren Bogen ungefähr auf gleicher Höhe. Das offene Ende schließe ich dann ganz einfach wieder mit einem kleinen Bogen miteinander ab, sodass hier eine vollständige Form entsteht. Damit wäre das untere Fahrgestell geschafft. Jetzt zeichnen wir das restliche Fahrzeug weiter. Vom hinteren Teil des vorderen Reifens aus zeichne ich nun erstmal eine schräge Linie nach oben. Von dort aus erstmal eine gerade Linie nach rechts. Und anschließend eine gerade Linie nach unten, sodass sie bis zum unteren Ende des Fahrgestells kommt. Nun haben wir hier drauf erstmal eine rechteckige Form. Am vorderen Teil zeichnen wir nun wieder einen Strich nach oben, ungefähr bis zur Hälfte, wie bei dem großen Rechteck auf der rechten Seite. Von hier aus zeichnet ihr anschließend eine schräge Linie nach oben. Dieses Mal etwas höher, als wir auf der linken Seite sind. Zeichnet nun erstmal eine gerade Linie nach rechts. Das offene Ende, welches hier entstanden ist, schließen wir dann ganz einfach mit einer kurzen schrägen Linie miteinander ab. Von der oberen Seite aus zeichne ich jetzt erstmal einen kleinen Strich nach links. Anschließend male ich noch einen kurzen Strich nach oben. Und nun gehe ich einmal nach rechts, direkt entlang der unteren Form. Und hier nun wieder schräg nach unten. Anschließend wieder nach rechts bis zum äußeren Rand. Versucht den Abstand hierbei immer ungefähr gleich zu halten. An der hinteren Seite verlängere ich die obere Linie noch ein ganz kleines Stück. Und auch an die untere Seite ergänze ich hier noch einen kleinen Strich, sodass das Ganze etwas verlängert ist. Das offene Ende schließe ich an der hinteren Seite ganz einfach mit einem kleinen Bogen miteinander ab. Jetzt haben wir den oberen, kippbaren Teil des Muldenkippers gezeichnet. Dort drauf zeichnen wir jetzt den ganzen Schutt. Hierfür zeichnet ihr in einer unregelmäßigen Linie einen großen Haufen direkt auf den Muldenkipper drauf. Darin könnt ihr noch ein paar einzelne Punkte ergänzen. So erhält das Ganze noch ein kleines bisschen Struktur. Nun geht es weiter in den hinteren Teil des Fahrzeuges. Dort zeichne ich in die freie Fläche drei gerade Linien hinein. So erhält der Muldenkipper noch ein kleines Detail. In den vorderen Teil zeichne ich jetzt erstmal noch ein großes Fenster hinein. Dafür beginne ich an der oberen Seite erstmal mit einer geraden Linie. Anschließend gehe ich in einer geraden Linie wieder nach unten.
An das untere Ende ergänze ich hier einen geraden Strich, der etwas länger ist als der obere. Das offene Ende könnt ihr dann ganz einfach mit einer schrägen Linie miteinander abschließen. Und direkt unter das Fenster zeichne ich jetzt noch ein kleines Rechteck dran, um noch den Türgriff darzustellen. Anschließend ergänze ich an der vorderen Seite jetzt noch drei kleine Striche, um ein weiteres Detail zu ergänzen. Und? Seid ihr jetzt auch schon so weit wie ich? Dann können wir den Muldenkipper jetzt ausmalen. Ihr könnt dafür natürlich die Stifte verwenden, die ihr bereits zu Hause habt. Wenn ihr jedoch die Stifte nehmen wollt, die ich in diesem Video verwende, findet ihr den Link dazu unten in der Videobeschreibung. Ich werde das Video jetzt vorspulen, das heißt, das Ausmalen wird bei mir ganz schnell gehen. Ihr könnt am Ende davon auf Pause drücken und sehen, wie ich mein Bild ausgemalt habe. Also, auf die Stifte, fertig, los! So, und das war's auch schon. Mein Muldenkipper ist jetzt fertig ausgemalt. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Viel Spaß beim Nachzeichnen und bis zum nächsten Mal!